Einen wunderschönen guten Morgen, ihr süßen Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute auch mit dem Katzenreporter, aber der ist ein bisschen müde, der hat nicht so eine Lust heute, ne? Die vermissen dich alle ein bisschen. Aber ihm geht's gut, er ist einfach nur ein bisschen müde und hat nicht so eine Lust aktuell auf Drehen, ja. Süße Maus. Na gut, komm, ich lass dich schlafen. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Gestern ging es hier ab. Also ich habe hier ein Video für euch gemacht, wo wir über das Gemälde von Iris Klein und ihrem neuen Freund, den geheimnisumwobenen Mr. T, gesprochen haben. Und gefühlt relativ schnell kamen die ersten Kommentare: Nein, das ist kein Foto, das ist eine Zeichnung, das ist ein Gemälde. Und ich stand dann da gestern, ich hatte gestern einen wichtigen Termin, habe dann ab und zu mal aufs Handy geguckt, dachte mir, was ist denn das für eine Diskussion? Also worüber reden wir denn hier? Es ist doch scheißegal, ob es ein Foto, ein Gemälde, eine Zeichnung oder eine Höhlenmalerei ist. Es interessiert doch keinen. Es ging doch in erster Linie darum, dass viele die Existenz von Mr. T angezweifelt haben und wir hier eine Abbildung erhalten haben. Also das war so gestern so das erste Thema, wo ich dachte, was ist denn da los? Aber das hat sich jetzt alles schon wieder so zugespitzt, dass es im Internet so richtig abgeht und ich versuche euch das so ein bisschen, einzuteilen. Wir haben alles mit dabei, wir haben einen Seitenhieb von Yvonne Wölke mit dabei, wir haben Iris Klein dabei, die sich so ein bisschen verhaspelt in ihren Aussagen, wir haben ein Urheberrechtsproblem mit drin, wir haben wirklich alles mit drin und das besprechen wir hier heute. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch Danny, also deine Genauigkeit, die wollen wir wieder ein bisschen zurückhaben, dann abonniert gerne diesen kleinen YouTube-Kanal und ich schaue mal, was ich für euch tun kann. Es kommt aufs Detail an, Freunde, ja? Der Teufel steckt im Detail, es ist einfach so. Okay, also, Freunde, es geht um diese besagte Abbildung von Iris Klein und ihrem geheimnisumwobenen Partner Mr. T. Das ist das Ding, was ich euch schon gestern gezeigt habe. Könnt ihr auch auf Iris Kleins öffentlichen Instagram-Profil sehen. Das Wichtigste zuerst, bleibt höflich und freundlich in den Kommentaren hier auf meinem YouTube-Kanal, aber auch unter ihrem Foto, was da schon wieder abgeht, ist es einfach nicht zu fassen. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Also, das ist hier für viele ein Bild. Für viele ist es ein Gemälde oder eine Zeichnung. Iris selbst hat gesagt, es ist eine Zeichnung. Ich möchte jetzt hier mit ein für alle Mal etwas klarstellen. Aus meiner persönlichen Ansicht ist dieses hier auf gar keinen Fall eine Zeichnung oder ein Gemälde. Das ist ein ganz normales Foto, welches über eine Fotobearbeitungs-App in den Comic-Modus geschaltet wurde. Und das könnt ihr vor allen Dingen an den Spiegelungen in der Sonnenbrille sehen oder auch die Schatten, die hier geworfen sind. Das ist kein gezeichnetes Bild. Es ist eine per App generierte Nachbildung eines Fotos. Es ist aber auch völlig irrelevant. Das möchte ich ein für alle Mal wirklich geklärt haben. Aber es gab natürlich denn entsprechende Kommentare bei Instagram, die sich so ein bisschen gewundert haben. Und hier schrieb eine Userin, und wie immer natürlich zensiere ich die User: Wer ist das? Filter bis zu Unkenntlichkeit. Und Iris sagt, es ist eine Zeichnung. Und dann haben wir nochmal eins, wo es wieder darum geht, sieht nach Filter aus. Und Iris sagt auch, nein, ist eine Zeichnung. Und jetzt, also Iris hat quasi dieses Zeichnungsthema selber so ein bisschen in den Raum geworfen. Mein Gott, also vielleicht weiß sie es einfach auch selber nicht besser. Das ist ja auch wirklich völlig irrelevant. Dann kam aber noch dieser Kommentar, den fand ich eigentlich recht interessant. Da wurde nämlich drüber spekuliert, Iris wollte und sollte ja ihren neuen Freund nicht zeigen. Das war ja ein großes Thema, er wollte ja auch nicht in die Öffentlichkeit und das hat hier ein User aufgegriffen und schreibt, ich dachte, sie wollte ihn nicht zeigen, beziehungsweise er wollte das nicht. Und Iris selbst antwortet, dieses eine Bild geht schon klar, damit endlich mal Ruhe einkehrt mit den ganzen Spekulationen, ob es ihn gibt oder nicht. Zitat Ende. Ein kleiner Hinweis von mir, wenn das wirklich ein Gemälde ist, dann kann ja auch dieser fremde Mensch dort drauf gezeichnet worden sein und dann ist es ja auch kein Beweis. Das mal so am Rande. Aber ich glaube, wir sind uns jetzt inzwischen alle einig, dass es sich um ein normales Foto handelt, welches über eine App einfach gekünstelt dargestellt wurde, was ja auch nicht verwerflich ist. Ja, das muss ich nochmal dazu sagen. Deswegen finde ich diese ganze Debatte extrem Quatsch.
Aber es gibt einen anderen Fakt, der nicht Quatsch ist. Und da müssen wir drüber sprechen, denn das ist so eigentlich nicht in Ordnung. Und zwar geht es hier um den Text unter dem Foto. Und da waren viele von euch auch relativ schnell sicher, das kann Iris Klein gar nicht geschrieben haben. Ob es an den richtig positionierten Satzzeichen liegt oder aber ob es einfach daran liegt, dass ihr das schon mal irgendwo gelesen habt, kann ich euch nicht sagen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass ich mich selbst mal auf die Suche nach diesem Text gemacht habe und ihn Tatsache auch natürlich gefunden habe. Er fängt an mit: einen Mensch zu lieben bedeutet nicht immer nur glücklich zu sein. Einen Mensch zu lieben bedeutet nicht, dass alles immer gut läuft. Und wir haben hier unten keine Quelle, keine Verlinkung, gar nichts. Und wenn man das sich anschaut, findet man unter anderem diesen Text aus dem Jahre 21, 26. Juni von Isak Öztürk. Ein Texte- und Spruchbilderautor, der den Text genauso hier schon veröffentlicht hat. Einen Mensch zu lieben bedeutet nicht immer nur glücklich zu sein. Einen Mensch zu lieben bedeutet nicht, dass immer alles gut läuft. Das ist, wie gesagt, der gleiche Text von Iris Klein. Und da kann man sich jetzt die Frage stellen, warum gibt man diesem Künstler nicht den Support, wenn er denn der Urheber dieses Spruches denn ist? Es könnte sein, denn hier unten verlinkt er sein Buch, Wort der Gefühle, gibt es hier auf Amazon. Und das Buch habe ich auch einmal für euch rausgesucht. Bitteschön, das ist das entsprechende Buch von Isak Öztürk, Worte der Gefühle, wo urheberrechtes geschütztes Material enthalten ist. So, jetzt kann ich aber wirklich juristisch gar nicht einschätzen, inwieweit das jetzt nun wirklich relevant ist oder nicht. Das ist auch gar nicht mein Job hier. Für mich erstmal nur ganz wichtig, es ist nicht ihr eigener Text. Die ersten zwei Sätze sind definitiv von Herrn Öztürk übernommen, beziehungsweise aus der Quelle Internet. Was jetzt aber nun noch alles hinzu und verändert wurde des literarischen, doch wertvollen Textes, kann ich hier nicht sagen. Und es spielt für mich persönlich in meiner Berichterstattung über das Erscheinen von Mr. T auch wenig eine Rolle. Gut, aber es gab denn auch noch eine Richtigstellung von Iris Klein in Form eines Statements. Man muss sich das vorstellen. Das ist nämlich dieses hier. Iris Klein hat natürlich das auch richtig gestellt und schrieb denn: Guten Morgen, es ist mir egal, ob es eine Zeichnung, Gemälde oder mit einer App bearbeitet wurde. Das Bild gefällt mir trotzdem, aber es ist wahnsinnig amüsant, wie sich manche Menschen darüber aufregen, als wäre es ein Verbrechen. Das Bild wurde mir so geschickt und ich habe es mit euch geteilt. Bitteschön. Gerne, Zitat Ende Iris Klein, aber Iris wäre nicht Iris, wenn sie nicht dann doch noch was zu sagen hätte. Und wir schalten mal direkt zu Jenny ins Haus, da ist Iris nämlich aktuell und sie sagt Folgendes. Sorry, das musste jetzt einfach mal sein. Ich wollte einfach mal gute Laune verbreiten hier auf Instagram, denn es gibt so viel schlechte Laune hier. Mhm. Und ich wollte mich auch nochmal bei euch bedanken für die vielen lieben Nachrichten von den positiv gestimmten Menschen, die einfach nur ein Bild anschauen und sagen: Herzlichen Glückwunsch, liebe Iris, du hast es verdient. Ja, danke dafür. Und ob dieses Bild nun mit dem Computer gezeichnet wurde oder mit einer App gezeichnet wurde, ich habe keine Ahnung. Das macht eine ganz, ganz liebe Person hier auf Instagram. Nochmal danke dafür. Die schickt mir dann immer die Bilder und sagt: Iris, hast du ein schönes Pärchenbild? Ich mache was Schönes draus. Dann hat die mir das geschickt und ich habe es einfach nur mit euch geteilt. Aber wie die Menschheit in Deutschland sich darüber aufregt, ja, ist ja köstlich. Und wie viele das jetzt auch nachmachen. Also das heißt, ich bin ja richtig hier ein Trendsetter. Machen es jetzt alle nach und sagen dazu, das ist nur eine Zeichnung. Naja, ihr seht ja, ich habe es zuerst gepostet. Somit gilt der Dank natürlich wieder mir. Gut, hier können wir die Story beenden. Letztendlich sagt Iris auch nochmal ganz klar, eigentlich hat sie gar keine Ahnung, was das für ein Gemälde ist oder Zeichnung oder Foto. Spielt eigentlich auch alles keine Rolle, hat denn die Zuschauerin gemacht. Für die Menschen, die sich jetzt fragen, hä, na, ist doch voll aufwendig, wie lange dauert sowas? Nein, grundsätzlich ist das so. Es gibt eine App, da kopiert man ein Foto rein und diese App macht innerhalb von wenigen Sekunden etwas anderes draus. Es kann eine Comiczeichnung sein, es kann ein Ölporträt sein, es kann ein acrylfarbgestaltetes Bild sein, völlig egal, es ist aber keine aufwendige Sache. Jetzt weiß ich aber nicht, was das im O-Ton mit dem Bild hier auf sich hatte, was da gemacht wurde, ob das wirklich nachgezeichnet wurde, kann ich alles gar nicht sagen. Wenn ich mir das so anschaue, sieht das für mich nach einer einfachen App-Bearbeitung aus innerhalb von 10 Sekunden. Ja? Sieht man, wie gesagt, an der Spiegelung der Sonnenbrille, sieht man an den Schattenfällen, also das ist für mich jetzt kein
hochwertiges, selbst erstelltes Bild in monatelanger Arbeit. Das ist eine für mich persönlich empfindungsnach eine app-generierte Darstellung. So, aber jetzt habe ich was anderes für euch gefunden, denn die große Frage ist natürlich auch, das hat ja Iris ja auch angedeutet, dass einige da sehr belustigt drüber reagiert haben und im Internet viele dieser Gemäldezeichnungen jetzt kursieren von App ausgespuckt. Ich habe die euch hier nicht alle eingefangen, aber ich habe was anderes eingefangen. Das fand ich auch sehr spannend, nämlich Yvonne Wölke konnte es sich nicht nehmen lassen, auch wieder gegen Iris zu schießen, nämlich unter einem Promiflash-Artikel schrieb Yvonne Wölke, beziehend auf den Artikel, dann hat sie ja P. also Peter nicht geliebt. Zitat Ende. Da beruft sich Yvonne Wölke vermutlich auf den Text. Und auch dieser Kommentar hat innerhalb von 23 Stunden 213 Likes. Hier gab es auch Zuspruch. Es gab aber auch sehr viel Gegenwind für Yvonne Wölke, die ja eigentlich vor einigen Tagen schon für mehr Frieden im Netz aufgerufen hat, genauso wie auch ich. Und dieses scheint nun auch wirklich komplett wieder im Rauch verflogen zu sein. Auch über die aktuellen Urlaubsvorbereitungen von Yvonne Wölke sind Spekulationen am Dampfen. Einige vermuten, dass sie nach Mallorca reist für das Musikvideo von Peter Klein. Ich habe euch den Zeitungsartikel damals gezeigt. Das könnte natürlich nochmal neuen Wind in diesen doch schon längst ausgebrannten Brand reinbringen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das dann wieder weitergeht. Also es scheint hier auch im Katzenberger Wölke Kleinkrieg nicht unbedingt enden zu wollen. Wo ich aber nochmal ganz klar ein Statement zu abgebe, ist diese Diskussion über Gemälde, Höhlenmalerei, Foto. Sind wir uns da nicht eigentlich alle einig, dass es völlig irrelevant ist, was das mit dem Foto auf sich hat? Es ist halt einfach eine Abbildung von sie, von ihr und Mr. T, die dafür gesorgt hat, dass jetzt einige Zuschauer wissen, wie er aussieht. Und das wird ja den ein oder anderen ihres Kleinfans ja auch glücklich gemacht haben. Von daher ist es doch in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, ist, wenn Mr. T dieses Foto gar nicht im Internet gewollt hätte. Das weiß ich auch nicht. Ich habe zu ihm keinen Kontakt. Möchte ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was da, ob das jetzt zu Problemen geführt hat oder nicht. Das spielt eigentlich auch keine Rolle. Was ich allerdings nicht gut finde, das möchte ich hier auch nochmal kurz anmahnen, dass es diesen Text, den sie benutzt hat, dass man hier den Künstler keinen Support gibt, finde ich persönlich nicht gut. Und wenn es auch nur eine Künstlerseite ist, die man dort verlinkt, woher man diesen Spruch hat, diesen Kalenderspruch, das hätte ich persönlich selber als Künstler gut gefunden, wenn man hier ein bisschen Support da lässt. Das ist so Tatsache meine Meinung. Das finde ich eigentlich viel schlimmer als alles andere, dass man sich am geistigen Eigentum einer fremden Person einfach bereichert. Aber das ist ein generelles Problem im Social Media. Und mit diesem Foto hat ja Iris Klein auch kein Geld verdient. Das heißt, sie hat ja den Text nicht kommerziell benutzt, sie hat ihn privat genutzt. Jetzt kann man sich wieder die Frage stellen, ist denn so ein Foto wirklich ein privater Zweck bei einer Zuschauerschaft von 500.000? Das sind aber alles Fragen, die ich hier in diesem Video nicht klären möchte und auch nicht klären kann. Und wo mir einfach auch selbst das juristische Background fehlt. Das muss dann wirklich der besagte Künstler, der bestimmt darauf irgendwie aufmerksam geworden ist, sich in irgendeiner Form dann überlegen, ob es für ihn juristisch relevant ist oder aber ob er davon sogar vielleicht ein bisschen profitiert, zumindest weil ich in diesem Video dafür aufgeklärt habe. Aber ich kann auch nicht sagen, ob der Text wirklich von Herrn Öztürk ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, Freunde. Ich wollte euch einfach nur zeigen, dass es diesen Text in der Form auch schon 2021 im Internet gab. So, ich hoffe, ihr wart jetzt ein bisschen zufriedener mit der etwas gründlicheren Berichterstattung, mit der Recherche rund um dieses Thema, welches ich aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen zu leicht genommen habe. Ich weiß es nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr darüber denkt und bleibt freundlich und höflich. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, nämlich heute um 14 Uhr mit einem anderen Thema. Lasst Liebe für den Katzenreporter da. Macht es gut. Tschüss.